like a stray. I don't want to be alone anymore. I have to keep fighting. Stop it! Your body can't take anymore. You're right. Manette is too weak. That's why I'll always be alone. Meow? For my information superhighway? Lady Manette, I am Tsubaki, your loyal servant. I'm Yao-Yu. You are the one with the sword, man. The same. I am heading to your side with all haste. Pray do not do anything rash. What could a single house cat do to save me? You misunderstand, milady. A simple house cat I may be, yet I bask in the unconditional love of my master. I was a lonely stray, cast from the clouder. But now I feast on kippers and the choicest cuts of meat. My master sacrifices everything for me. Since taking me in, he dines on nothing but rice gruel every single day. Well, good for Mew. I had his majesty, but now... now... My Lady Minette, you must not lose your faith in humans. There are many kind-hearted souls out there. Master! Manette, Napcabby. Meow? Tsubaki speaks true. It is too soon to give up on humankind. If you have nowhere else to go, come stay with us. Meow? Tsubaki wants you here. It's what you've always wished for, is it not? A family? A family? But I can't just... that isn't how it works! Don't be so sure. My home is humble, but it could be a happy one for you. Meow! The winters are hard and the wind is cold. But the wood stove is always burning. Meow! A real wood stove? With a fluffy cushion in front of it? I wouldn't have to do anything. I could take naps whenever I wanted. But of course, catnap to your little heart's content. You are welcome too, my regal friend. Just do, promise not to eat anyone. Ja, bis morgen, du Armer. Could it be true? Manette won't be the lonely stray anymore? Mew! 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 Oh, kind and noble Lord Kamiyao-Izumiyu! Kamiyao-Izumiyu. Take some time, as these things often do. But I assure you, you shall come to be one of the family. Mr. Kami Izumi is an honorable man. You can trust him. Splendid work, my friends. How goes it, Mr. Lotus? All is going according to plan. Firing the cannon forth the Skyhold East. It's trying to flee to Eternia. But it has suffered great damage. Its movement is slow. We can't let them escape. Professor Noisen, come in! Oh. Yeah. You called my shining stars? Focus, my pupils. Send all the power you can muster to the crystal.
is the passion and soul of a scholar. Check this out. I didn't earn my 5 stars for nothing. Stronger, my children, stronger. Behold, our magic flows into the crystal and its power grows. Okay, der 5-Star-Typ kann schon was. Professor Norzen, Rifa, Pudgius, thank you. All of you. Well done. While you pursue the Skyhold, I shall take this child and... Take care, everyone. And come back safe now. Is she taking a catnap? Master Kamizumi, a moment, if you would. What is it, Professor? I've little time to discuss gardening now. What? No, not that. I just wanted to ask you to look after the girl. For me. Minette Makati, I knew your mother well. Many years ago, the Orthodoxy tasked me with creating a vaccine that would end the Great Plague. Sure enough, a year later, the pestilence had run its course. So, you succeeded in developing a cure? I fear not, my boy. The sad truth is, the initial strain of the disease had simply run out of victims to claim. Oh. But that initial strain spread across the land, mixing with local diseases and growing ever more virulent. The second pandemic was nigh. If such a plague took hold, civilization on Luxendark would face utter extinction. Our team of researchers worked night and day, day and night, to develop a vaccine before it was too late. It was a race against time. We scarcely slept, driven by the fear that if we failed, our world was doomed. 4 long years later, we finally discovered the cure. A key member of my team was none other than Minette Nakati's mother. Still young she was, but with a brilliant mind. It was her discovery that led to our breakthrough, to wit. Not a single cat had perished to the plague. She collected samples from cats around the world, trying to isolate the source of their resistance. She developed a prototype reagent and, unbeknownst to us, began testing it on herself. In the end, her work would claim her life, but not before she found our salvation. As a young mother, she cared profoundly for her newborn daughter. But as a researcher, she made the steel-hearted choice to act for the greater good. She fed this substance to her newborn girl? Just so.
Not long after, we began to receive ominous reports that the second pandemic was showing signs of emergence. Half the people in the world were dead, and this new disease threatened to claim the rest. Times were desperate. We pored over the data Minette's mother had gathered from her experiments. And from the antibodies she had cultivated in her daughter's blood, we at long last found our cure. Incroyable! I can't believe my ears. That would explain why the child shares such a bond with felines. Minette's mother was desperate to find the cure. Her obsession overwhelmed everything else. Even the love she had for her young daughter. Brave saw the signs that the Great Plague was coming. He was the one who urged the professor to begin his research. By the time you and Minette's mother finally conquered the plague, Brave had raised the standard of revolt and defeated the ruling church. And so does the Wheel of Fortune turn. A young girl victimized by fate has found her way to me, the fellow cat fancier. I, Swordmaster Kami Izumi, vow to protect and safeguard the girl. Professor, when this battle is over, pray visit our humble home. But, I have some fine shrubbery in my garden. It would be an honor to show it to you. Shrubbery, you say? Oh, I suppose I can find the time. You seem out of sorts, you. I suppose that was some story. Indeed. But we must attend to the task at hand. To the Skyhold with you. Aye, aye, sir. Puh, so, das Ganze ging jetzt länger aus als gedacht. Ich werde wohl die Folge in zwei splitten müssen. Also mit anderen Worten, ihr werdet diese Folge hier jetzt am Donnerstag sehen und wundert euch dann nicht, wenn eben keine Verabschiedung bei der letzten Folge war. Ich muss ab in den Himmel, denn ich hatte nicht erwartet, dass der Abspann jetzt so lange dauert. Es ist sehr schockierend für mich. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt groß noch anfangen. Weil, wenn ich jetzt weitermache, also der Kampf war lang, aber ich glaube, dass wir die Nebenquests, die hier noch vorherrschen, dass wenn ich die mache, dass da gleich zum Kampf kommt. So, gehen wir mal Spezialfähigkeiten, Katzenbeschwörung, hier, da, Felsensturm. Erlerne vom Megaskolith. Und wo finde ich Megaskolith? Moment, habe ich die als im Bestarium? Das sind, glaube ich, Tiere. Minotauren. Nee. Flieger? Chimären? Nee. Dämonendrachen, anorganisch, Bosse? Nee, das sind sie nicht. Ha, mal sehen, ob ich die vielleicht noch finde. Die sind, glaube ich, hier oben. Sind hier, glaube ich, drin. Das sind die Viecher, die wir am Anfang getroffen haben. Wir machen jetzt einfach mal hier ein bisschen ein bisschen hier hochstellen. Wir machen jetzt ein bisschen Katzenfähigkeiten generieren. So, was haben wir hier? Parapurna. Okay, das ist nicht unbedingt das, was ich als Gegner gedacht habe, aber lieber ausschalten. So, ein Gespenst.
Die müssen wir nämlich ausschalten. So, dann hier ein Gefechtskorb Feuer. Und verteidigen. Die haben 4000 Leben. Naja, das ist... Das ist dann mit Yu wieder so eine Sache. Nee. Ja. No, er macht sogar was Sinnvolles. So kann man die Leute auch aus ihrer Verwirrung holen. Indem man einfach sie zuschlagen lässt. Auch eine sehr intensive Wahl. Und wir sind... Ah, es sind nur noch 1000 ungefähr bis zum... Bis zu meinem Erfolg. Bis zum Megaskolit. Oder wie heißen die nochmal? Dann gucke ich nämlich nach, dann findet man sie eher. Megaskolides. Megaskolides. Bravely Second. So. Schauen wir mal. Okay, das müsste hier sogar sein. Ich denke, das dürfte sein. Das sind böse Götzen. Nee. So. Ich bin entkommen. So, wo tauchen die auf? Das ist nämlich... Achso, das sind diese komischen Würmer, glaube ich. Die müssten dann hier draußen auftauchen, weil es heißt in kalten Gebieten. Ne, das sind wieder keine. Wie kann ich... Ja genau, wiederholen wir das. Moment, das ist... Rocky Stormhouse in Eternia-Region in der Nacht. Ah, dann müssen wir nach Eternia. Hätte ich auch nicht gedacht. So. Eternia in der Nacht trifft man die. So, und es ist ja schon fast Nacht. Jetzt bin ich... So, jetzt muss ich erstmal durch Eternia durch. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit sind wir da. Ja, wir können noch einmal gucken, ob wir einen Kampf gegen diese Kreatur kriegen. Ansonsten... So, ich hoffe, das kriegen wir hier gleich. Das wäre sehr angenehm. Nee, das sieht nicht nach Megaskoliden aus. Ah. So. Wir sind sogar gleich entkommen, das ist auch nett. Darf jetzt nicht zu weit gehen. Wieder dieses Duo. Oder dieses Trio.
Okay, irgendwie scheint Yu in den Himmel gezerrt worden zu sein und ist aber trotzdem entkommen. Sehr lustige Geschichte. Ah, da. Das ist einer. Megaskolit. Untersuchen. Untersuchen. Und untersuchen. Und verteidigen. Oh. Okay, der versucht Mana zu ziehen. Und da haben wir auch schon die Technik gelernt, die wir lernen wollten. Wasserinsekt. Erde Licht. Na, jetzt erkunden wir den zweimal. Ja, fliehen wir doch einfach. Wir haben ja die Technik jetzt. Und ich bin entkommen. Okay, dann heißt es für jetzt wieder mal auf Wiedersehen, liebe Leute. Freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.